Hallo liebe Taschenistas! Nachdem ich für mein erstes Taschenvideo so viele nette Zuschriften und Kommentare bekommen habe, möchte ich heute gleich weitermachen und euch heute was über die Aunts and Uncles Mrs. Pancake in der Farbe Cloudburst erzählen. Die kostet, wenn ihr die neu im Laden kauft oder wenn ihr die neu online bestellt, ungefähr 190 Euro, je nach Anbieter. Manchmal ist sie auch etwas reduziert. Ich habe sie beim Mädchenflohmarkt geschossen für 50 Euro und freue mich total darüber. Die ist sehr cool, weil sie, eigentlich ist es nur so eine ganz normale, so eine hochkante Messenger, würde ich sagen. Die DIN A4 passt auf jeden Fall rein. Aber die hat halt diese Besonderheit, dass sie diese coolen Henkel hat hier oben, sodass man sie natürlich auch so tragen kann. Die sind total verstärkt und so. Und sehr cool finde ich auch, dass da so ein Magnet drin ist in diesen Henkeln, sodass die immer hier und hier so schön schließen, ohne Knopf. Der ist ziemlich stark, dieser Magnet, und ach nee, hier ist ein Knopf. Ich erzähle euch Bullshit, in der Mitte ist der Magnet. Oder in den Knöpfen ist der Magnet, keine Ahnung, aber jedenfalls geht es von alleine. Ihr seht es, ich glaube, die Knöpfe sind der Magnet. Genau, sieht nur aus wie Knöpfe, ist aber ein Magnet. Und das heißt, die braucht auch gar keinen Reißverschluss hier oben, wie ihr seht. Ich bin normalerweise kritisch, was Taschen ohne Reißverschluss betrifft, weil ich, keine Ahnung, ich denke halt immer, wenn du in der Menschenmenge unterwegs bist und es greift dir einer von der Seite in die Tasche, ist nicht so schön. Aber durch den echt starken Magnet ist es kein Problem. So, ich zeige es euch erstmal von vorne. Die, wie gesagt, ist auch gar nicht so breit, tief, sondern nur so, hier unten schön verstärkt. Ich finde die Farbe auch so schön, oder? So ein bisschen so matt, so ein mattes Ton. Dann hat die hier oben, ihre Henkel sehen so aus. Kannst du natürlich abmachen und dran machen, wie du willst. So ein ganz besonderes, ist nicht so ein übliches Schloss, sondern irgendwie so ein bisschen anders, aber auch alles natürlich so super. Meine Katze kommt. Das ist alles so super fest und super stabil gemacht und sowas liebe ich ja. Ne? Dann zeige ich euch den Gurt. Da ist hier eingeprägt. Aunts and Uncles. Das heißt, wenn ihr euch die umhängt, habt ihr den Schriftzug dann auch bekommen. Jetzt kommt die Katze vor die Kamera. Midnight. So. Wird auch in verschiedenen Teilen mit verschiedenen hier so Metallteilen dran und so. Die hat einen sehr roughen Look, das muss man schon sagen. So ein bisschen so ein Unisex-Look, aber ich liebe das. Wer das liebt, der ist da genau richtig. Dann hat die hier auf der Hinterseite so eine schöne Reißverschlusstasche, auch Top-Qualität, die auch bis ganz rein geht, also bis runter. Das heißt, auch jede Menge Platz da drin. Und dann zeige ich sie euch auch nochmal von innen. Also meine ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen gebraucht. Deswegen ist sie jetzt nicht hundertprozentig. Aber ihr seht wahrscheinlich sowieso nichts, weil es so dunkel ist. Die hat hier eine Reißverschlusstasche. Das ist rot abgesetzt. Die fast über die gesamte Breite geht. Die hat zwei Stifthalter, einen Handyhalter und nochmal so ein kleines Täschchen. Auch in so einem schönen, in so einem gestreiften Stoff. Und ansonsten, also der Stoff innen drin ist längs fein gestreift und diese extra Taschen sind quer gestreift. Hier ist das Logo zu sehen. Und die hat auch eine, so eine Schlüsselschlange, wer Wert da drauf legt. Genau. Und ich finde die super. Ich habe die jetzt, deswegen sieht die auch nochmal so ein bisschen mehr mitgenommen aus. Schon einige Wochen im Einsatz und das Einzige, was ich an der nicht so schön finde, ist, dass du den Gurt zwar verstellen kannst in der Länge, aber ich bin recht klein, ich bin 1,60 und ich habe den bis ganz vorne gestellt und es geht gerade so, also sie ist schon, oh sorry, meine Jogginghose, recht lang, aber es geht gerade so. Aber das wäre mir noch lieber, liebe Produzenten, wenn ihr das nächste Mal den Gurt auch noch für kleinere Leute noch kleiner verstellbar machen würdet. Genau, das war die Aunts and Uncles, muss ich kurz auf meinen Zettel gucken, Mrs. Pancake in der Farbe Cloudburst und
Ja, also ich finde sie cool und sie ist auch nicht so schwer, wie sie aussieht. Ich finde, mit den vielen Metallbeschlägen und so denkt man immer, oh je. Aber ich bin da echt empfindlich, deswegen auch habe ich auch so viele Kipling-Taschen, weil die so leicht sind. Aber ich finde die echt klasse. Ja, wenn ihr wollt, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr auch Taschen von der Marke habt und wie ihr die findet, ob ihr die auch so gut verarbeitet findet. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Taschenvideo. Ciao!